wir sind jetzt am Yachthafen Marina Rünte angekommen. Robert, kann man nicht lieber nach Monaco oder in die Karibik? Das ist mit 300 Liegeplätzen der größte Yachthafen in ganz Nordrhein-Westfalen. Ja, aber das ist langweilig hier. Die Schiffe machen gar nichts. Was soll das? Na, ich bin der Carmen. Nee? Berg, Carmen, Geis? Robert! Eigentlich war der Yachthafen Marina Rünte mal ein Kohleumschlaghafen. In den 90er Jahren war hier eine riesige Kohlehalde. Heute liegt direkt am Ufer eine schöne Promenade mit Cafés. Besucher können auf Stegen an den Yachten entlang spazieren. Und wer mal sein eigenes Boot hier parken möchte, je nach Größe des Bootes kostet hier ein Liegeplatz zwischen etwa 900 und 1500 Euro im Jahr. Außerdem gibt's im Yachthafen eine Yachtschule. Hier können kleine Yachten das Schwimmen lernen. Fragen wir mal jemanden, der sich damit besser auskennt. Wir hoffen jetzt, einen Ansprechpartner gefunden zu haben, der uns etwas mehr über den Yachthafen Marina Rünte erzählen kann. Vielleicht stellen Sie sich einmal kurz vor. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Michael Mücke und ich betreibe mit meiner Frau die Yachtschule Rünte und das Bistro Achterdeck. Was kann man in der Yachtschule speziell lernen? In der Yachtschule kann man also sämtliche Sportbootführerscheine, die für die Bundesrepublik notwendig sind, erwerben. Also den Sportbootführerschein Binnen, den Sportbootführerschein See, Sportküstenschifferschein und natürlich alle Funkzeugnisse, die notwendig sind. Wir haben uns hier gerade mal ein bisschen umgesehen und hier stehen ja schon relativ viele Yachten, was fürs Ruhrgebiet ja jetzt nicht unbedingt gewöhnlich ist. Gibt es hier besonders viele reiche Leute in Bergkamen? Nein, das sind von, sage ich mal, also die ganze Mittelschicht, die so in Deutschland ist, die haben hier über den Rentner bis zu im ganz Reichen, wenn wir die nördlich begucken, das ist also dann ein sehr großes Schiff und ansonsten ist hier jeder gerne gesehen in dem Hafen. Von wo, wohin fahren die Schiffe von hier aus so normalerweise? Sie können von hier aus bis ins Schwarze Meer fahren. Sie können natürlich auch einen Kurztrip machen bis Münster, bis Hamm und in die norddeutschen Kanäle. Wir haben uns gerade gewundert, dass hier so wenig los ist. Irgendwie hängen alle Leute nur auf ihren Schiffen ab und fahren nicht rum. Wieso? Ja, das ist immer eine Frage von Zeit. Wir haben ja heute den ersten schönen Tag und natürlich auch eine Frage von Brennstoff. Denn der Brennstofffaktor ist natürlich in der letzten Zeit stark gestiegen und da fährt man eben halt nicht mehr so viel wie früher.